人人享有主张和发表意见的自由。Bei uns gibt es dieses Recht in der Praxis nicht. In China werden immer mehr Menschen ins Gefängnis geworfen, die die Wahrheit aus Schwäche, darunter Journalisten, Dissidenten, Menschenrechtsverteidiger, Bürger und Rechtsanwälte, sogar in Hongkong, wo die chinesische kommunistische Partei auch die Medien kontrolliert, viele Journalisten und Redakteure, die die Wahrheit schreiben, wurden entlassen und einige sogar attackiert. Aber wir in China haben viele Wege, die Rückführung zu umgehen. Ich habe selbst im Internet die Technik gelernt und habe auch viele Dissidenten unterrichtet. Wir benutzen VPN, SSH und soweit, um uns mit Twitter, Facebook, Google Plus zu verbinden. Jetzt bin ich in Deutschland, ich brauche diesen Umweg nicht, aber ich bin auch mit den Leuten in China, wer zum Beispiel Skype, Twitter, Facebook, Google Talk verbunden. Wenn die Dissidenten oder Menschenrechtsverteidiger vom Geheimdienst verhaftet werden, können sie durch Twitter die Mitteilungen versenden. Dann können wir sie unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Lijun.